Stefan Jakobs, Trainer vom TSV Bad Wiese. Jawohl. Das Spiel heute 1:1 ausgegangen. Wie fühlt man sich jetzt nach diesem späten, gefühlten Siegtor? Ja, also das Gefühl ist natürlich jetzt unbeschreiblich. Wir haben 85 Minuten eigentlich das Spiel komplett dominiert, sind ab der 5. Minute dem Rückstand hinterhergelaufen. Es war ein Spiel auf ein Tor. Keiner hat eigentlich mehr dann zum Schluss wirklich an den Ausgleich noch gedacht und dann mit diesem Wahnsinnstor aus 30 Meter gegen einen Absteiger. Wir sind Aufsteiger, also praktisch beide Mannschaften haben letztes Jahr noch drei Klassen getrennt. Fühlt sich dieses Unentschieden einfach wie ein Sieg an und dementsprechend ist auch die Stimmung in der Mannschaft. Haben Sie denn selber auch nochmal dran geglaubt, jetzt bei dem Spielverlauf, wie das aussah? Über die ganzen, der Gegner hat schließlich fast 85 Minuten geführt am Stück. Wirklich dran geglaubt habe ich nicht mehr, aber es ist schön, dass es so gekommen ist, wirklich, das ist klasse. Was ging in dieser Situation durch den Kopf? Das war ja jetzt nicht die Position, von der man es normalerweise probiert und dann aber doch. Ich habe einfach den Ball in der Mitte gelegen, die sollten zu mir spielen. Ich habe mir einfach nichts dabei gedacht, ich wollte einfach nur schießen. Und dann ist er wirklich so klasse reingegangen, ist einfach genial gewesen. Ist super. Wenn man jetzt den Spielverlauf anschaut, nachdem man dieses Gegentor kassiert hat, was war dann da das Gefühl? Dachten Sie, da kann man ja auch nochmal zurückkommen oder wird das eine sehr schwierige Aufgabe? Ja, es war schon klar, dass das dann eine schwierige Aufgabe wird. Das ist eine sehr routinierte Mannschaft, die einfach Absteiger sind aus einer höheren Liga, wo man sehr viel Wert auf Defensivarbeit legen muss. Und dementsprechend war das klar, dass das schwierig wird. Vor allen Dingen noch im Verlauf der ersten Halbzeit haben wir eine Vielzahl von Chancen ausgelassen. Und dementsprechend war das schon klar, dass sich das eventuell auch rächen wird dann im Verlauf des Spiels noch, in dem Sinne, dass man vielleicht das zweite Tor kassiert. Ja, aber war eigentlich die Marschroute weitermachen und einfach bis zum Schluss probieren, jetzt irgendwie den Ball da reinzubringen in die Hütte.